Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hier ist Sabine Buhlmann. Und hier ist Ines Günther. Viel Spaß auf dem Sailor Moon German Blog. Stopp, hier müssen wir mal kurz anhalten. Für alle, die sich jetzt fragen, wer sind nochmal Sabine Buhlmann und Ines Günther? Die müssen jetzt mal genau hinhören. Kurz zurückspulen und jetzt gut aufpassen. Hier ist Sabine Buhlmann und hier ist Ines Günther. Viel Spaß auf dem Sailor Moon German Blog. Na, habt ihr es herausgehört? Die beiden haben in den 90er Jahren unsere Heldin synchronisiert. Sailor Moon. Von 1992 bis 1997 produzierte Toei Animation den Anime Sailor Moon, der weltweit einen regelrechten Anime-Boom auslöste. Auch in Deutschland gewann Sailor Moon bis heute zahlreiche Fans. Tausende Besucher zählte die Leipziger Buchmesse vom 13. bis 16. März 2014. Und für die, die sich jetzt fragen, was hat die Buchmesse mit einem Anime zu tun? Frag mich nicht so einen Quatsch! Den meisten wird Sailor Moon als Zeichentrickfilm bekannt sein. Doch die Originalgeschichte stammt von der Zeichnerin Naoko Takeuchi. Die Buchbände, auch Manga genannt, wurden ebenfalls in zahlreiche Sprachen übersetzt. Auch in Deutsch. Obwohl Sailor Moon schon über 20 Jahre alt ist, feiert sie zurzeit ein regelrechtes Comeback. So wurde die Manga-Reihe in Deutschland neu aufgelegt und diese Bücher dürfen auf den Buchmessen natürlich nicht fehlen. Das Team von Sailor Moon German war für euch auf der Leipziger Buchmesse und hat ein rundes Programm zum Sailor Moon Comeback zusammengestellt. Dazu gibt es in nächster Zeit mehr, aber nur hier auf dem Sailor Moon German Blog. Rund um das Programm des Sailor Moon German Teams waren auch zwei Stargäste anwesend. Die deutschen Synchronstimmen von Bunny Tsukino alias Sailor Moon. Jetzt haben wir für euch das exklusive Interview mit Sabine Buhlmann und Ines Günther. Hier ist Sabine Buhlmann und hier ist Ines Günther. Viel Spaß auf dem Sailor Moon German Blog. Hey Moonies, herzlich willkommen zu unserem Interview mit den beiden Synchronsprechern von Sailor Moon mit Sabine Buhlmann und Ines Günther. Hallo, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Freut mich sehr, sehr. Also, ich glaube, du kannst da zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Wann hat man die beiden Synchronsprecher mal auf einer Couch? Also, ich glaube, das gab es auch bisher noch nicht, oder? Also, wir sitzen oft auf einer Couch. Ja. Wir sitzen oft auf einer Couch. Es sieht da keiner außer uns. Genau. Also, in einem Rahmen eines Events für Sailor Moon. Nee, Ben hat mir immer Stühle. Ja, da würde ich mal sagen, an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, denn die ganzen Interviewfragen, die heute gestellt werden, habt ihr bestimmt in den letzten Wochen. Vielen Dank. Dann starten wir einfach mal, oder? Würde ich auch sagen, ja. Ja, die erste Frage. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie zu Ihrer Sprechrolle des Sailor Moon gekommen sind? Also, damals vor ungefähr 18 Jahren, 19, 20 Jahren, ich weiß nicht genau, haben wir ganz normal Probesprechen dafür. Also für jede neue Rolle wird eigentlich ein Probesprechen gemacht. Da werden dann alle eingeladen, die eine ähnliche Stimme haben oder gut passen können. Und da spricht man ganz normal Probe und dann geht man nach Hause und dann irgendwann kriegt man einen Anruf, du bist es geworden und du bist es nicht geworden. Okay. Und in dem Fall habe ich den Anruf bekommen und du bist es geworden. Kam dieses Anruf vom Studio oder muss man sich selber erinnern? Also es ist so, wir sind jetzt, es gibt nicht so viele Synchronsprecher in München, wir sind schon also so ein eingeschworener Haufen eigentlich und da kennt jeder jeden und jeder weiß, welche Stimme ungefähr passen würde, da muss man sich eigentlich nicht mehr bewerben. Da sagen die einfach die und die und die Stimme, die passen, man kann sich gar nicht bewerben, weil ich hätte davon überhaupt nicht erfahren. Ich hätte gar nicht gewusst. Okay. Ist es heute auch noch so, Benni? Ja. Oder? Okay. Oder? Ja. Ach ja, und du? Wie kamst du eigentlich zu der Rolle? Ich kam zu der Rolle, indem ich eine gewisse Freundin und Kollegin Sabine Buhlmann angerufen hat und zu mir gesagt hat, Ines, ich bekomme ein Baby. Und es könnte sein, dass ich da jetzt in Zukunft etwas weniger synchronisieren möchte und die Rolle Sailor Moon
wird frei für dich. Und sie hat mich gefragt, ob sie mich für die Rolle vorschlagen darf. Und das hat sie dann getan. Und dann rief der neue Regisseur der Serie und der neue Firmenchef von der Serie dann Negatis an und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, zu diesem Casting zu kommen. Zu dem überhaupt nur ich geladen war in dem Fall, weil die Sabine mich also toll ins Gespräch gebracht hat. Und dann haben wir das ausprobiert und dann hat er gesagt, ich kann gleich da bleiben und loslegen. Dann haben wir gleich angefangen zu arbeiten, haben es aufgenommen und die haben es dann an den Sender geschickt und der hat grünes Licht gegeben und dann habe ich die Serie übernommen somit. Okay. Wie würden Sie die Figur Sailor Moon in Ihren eigenen Worten beschreiben? Sehr emotional. Chaotisch? Ja. Schusslich? Schusslich könnte man sagen. Kindlich? Ja, manchmal sogar weinerlich. Weinerlich? Gehäusig? Ja, kleine Häusig. Heldenhaft dann aber auch. Durchaus. Total. Tapfer, heldenhaft. Kämpft für das Gute, für Liebe und Gerechtigkeit. Und das mögen wir sehr, wenn jemand für das Gute kämpft. Ja. Konnten Sie sich da etwas damit identifizieren? Macht jetzt das, den Charme dieser Figur aus? Ja, absolut. Also, das ist doch das, was wir alle haben wollen, oder? Ja, natürlich. Für die Schwachen eintreten, helfen, für Liebe, für Gerechtigkeit. Die Helden natürlich sein. Also die Helden sein erstmal in dieser Serie und dann natürlich auch die Helden dann nachher sein für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen, die sich die Serie anschauen. Das ist schon schön. Weil sie da sozusagen eine Heldin ist, aber auch trotzdem ihre Schwäche hat. Genau, das, ist ja, das macht ihn ja eigentlich dann menschlich, weil ich finde, diese Helden, die nur Helden sind, sind ja im Grunde auch ein bisschen langweilig. Also ich finde es immer schön, wenn jemand noch eine zweite Seite hat. Und dann finde ich die Seite noch toll, das ist natürlich nur in der Fantasy-Serie möglich, dass man halt auf der einen Seite das Schulmädchen ist, das durchaus auch mal einen Rüffel kriegt und auf der anderen Seite dann Matsch in die andere Welt und da auf einmal, wow, Mordstein, Flieg und Sieg und die Bösen verkloppen und wow. Das hätten wir doch alle ganz gerne mal. Raus und zu der damaligen Zeit, was verbinden Sie persönlich? Es mussten nichts aus der Serie sein, aber diese Zeit damals im Studio, was ist da hängen geblieben für Sie? Also für mich ist hängen geblieben, dass es eine ganz besonders schöne Zeit war, weil wir einfach ein ganz tolles Team waren und weil wir damals eben auch alle noch zusammen aufgenommen wurden und was sich ja jetzt sehr stark geändert hat und weil wir alle zusammen vom Mikrofon standen und Spaß hatten und auch gelacht haben über das, was wir gesehen haben oder über das, was uns selber dann auch mal passiert ist und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich musste mir den Spaß aus der Rolle ziehen, weil bei mir damals das schon alles einzeln aufgenommen wurde und der Regisseur war ein etwas älterer Herr, der das, ja, es ist halt ein Unterschied, ob man zwischen lauter gleichalten Mädels steht oder ob man mit einem älteren Herrn zusammenarbeitet, der das sehr ernst genommen hat, aber es war einfach, es war nicht wirklich lustige Stimmung. Aber wir haben zusammen versucht, das Beste draus zu machen und ich erinnere mich an, dafür war das Studio wenigstens sehr schön gelegen, das war im grünen Wald, das ist ein wunderschöner Ortsteil von München. Ganz oft, ich verbinde es zum Beispiel mit Sonnenschein, ganz oft war es da einfach, es war richtig schön und man ist dann, wenn man Pause hatte, raus in den Garten hoch und die Vögel waren gesungen und so, war wieder ein bisschen Kraft und Power getankt und ist wieder runter und hat weiter für Liebe und Gerechtigkeit gekämpft. Im dunklen Studio. Wirklich ziemlich stockdunklen Stunden werden. Also wir können uns erinnern, wir haben ja letztes Jahr im Sommer von Ricky Gaming eingeladen zu einer Veranstaltung, die hat dazu auch über ihre Zeiten als Sailor Neptune geredet, meine sie auch, da war es in seinem Studio irgendwie ganz unten im Keller, haben sie da jetzt aufgenommen und ja, hat sie auch über diese Zeiten erzählt. Ja. Das ist schon diese die gleichen Aussagen, wenn wir zu hören, das besteht, das Gefühl, ja, das war so und alles stimmt. Sag die Wahrheit. Es war auch teilweise, wir hatten zwei Studios. Eins war unten im Keller und eins war oben. Aber trotzdem waren sie beide sehr dunkel und man war alleine. Was natürlich auf der anderen Seite schon toll für die Konzentration ist. Man freut sich seit Winter und man schaut da rein. Ja. Okay. Was sagen Sie dazu, dass Sailor Moon nach all den Jahren immer noch so beliebt ist? Knapp 20 Jahre sind Ihre Arbeiten daher. Werden Sie noch oft bezüglich dieses
Thema von den Fans auch kontaktiert, wie Fanpost und das ist andere so. Genau. Also ich finde jetzt sogar noch mehr als damals. Es kommt natürlich auch durch jetzt, wir hatten damals keinen damals aber es ist ja auch so, damals gab es noch kein Facebook und man konnte auch nicht recherchieren gleich im Internet, wer spricht hier eigentlich, das kann jetzt jeder eigentlich innerhalb von 5 Minuten rauskriegen oder 3 Minuten. Und also ich habe bei meinen Facebook-Freunden ganz, ganz viele Sailor Moon Fans, die natürlich so auch die Gelegenheit haben, mit mir oder mit uns in Kontakt zu treten und schreiben einen dann mal an. Man kann auch gar nicht alles beantworten, überall zurückschreiben, aber hin und wieder, wenn ich manchmal Zeit habe und wenn ich sehe, jemand hat geschrieben, dann schreibe ich da auch zurück. Aber dadurch ist es natürlich jetzt noch viel mehr, dass wir da überhaupt mitbekommen, dass es so viele Fans gibt. Früher hat man dann mal einen Brief bekommen, aber bis einen Brief erreicht, weil woher sollten damals die Fans unsere Adresse haben? Das heißt, die müssen erstmal gucken, haben wir eine Agentur oder manchmal ins Studio geschrieben und bis das dann bei uns war und es war alles einfach so ganz kompliziert. Waren Sie dann überrascht über seinen Anruf damals in dem Interview? Das muss ich jetzt gleich fragen. Genau, ich habe euch ja vor 2 Jahren jeweils mal interviewt über das Telefon. Mhm. Alle Sichtungsbrüche durch von Sailor Moon. Wie war das so? Irgendwann so, ein Interview nach einem Jahr zum Thema Sailor Moon? Es war eigentlich, fandst du es gar nicht so komisch oder so, weil Sailor Moon doch immer wieder schon Interesse geweckt hat bei den Leuten. Und ich wusste ja auch, also wir wussten ja beide, dass es viele Fanclubs gibt oder Fangemeinden und deswegen war es jetzt gar nicht so überraschend. Okay. Ja. Also mich hat es auch nicht weiter irritiert. Im Gegenteil, ich fand es sogar richtig lustig. Ich habe es mir vor kurzem nochmal angehört. Ah, genau, die sind ja geistern noch auf YouTube durch diese Videos und. Ja, mein Hund fällt immer noch im Hintergrund. Wenn man sich dann so die Kommentare. Liest man sich dann auch die Kommentare durch? Ja, klar. Mhm. Also, jetzt nicht täglich, aber ich habe es ein oder zweimal habe ich reingeschaut, habe die Kommentare gelesen und habe mich recht amüsiert. Ja, was ist denn Ihre generelle Meinung zu Serie? Und sei es jetzt die Fankultur, die Serie selber? Haben Sie so irgendwie eine Art besonderen Bezug zu dieser Rolle oder ist es eine Rolle wie der andere? Oder ist was, wo man sagt, okay, wenn ich gefragt werde, was sind die Rollen, die ich gesprochen habe, das kommt auf jeden Fall vor? Also, das kommt auf jeden Fall vor. Wenn mich jemand fragt, was ist, ja, es ist einfach eine meiner berühmtesten Figuren, die ich gesprochen habe. Und auch eine Figur, die fast jeder eigentlich kennt. Und natürlich, wenn man da so aufzählt, das habe ich immer die ganzen Synchronjahre gesprochen, dann ist Sailor Moon auf jeden Fall dabei. Ja, das bei mir natürlich auch so. Also das ist eine wichtige Rolle und ich habe sie gern gesprochen und ja, es gibt einfach keine Rolle wie jede andere. Das muss man mal ganz generell sagen. Es ist jede Rolle, die man annimmt, spricht, ist irgendwie besonders. Weil man auch manche Rollen vergisst. Ja. Also man vergisst einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, man synchronisiert fast jede Woche irgendwas anderes. Über 20, 30 Jahre, dann vergisst man ganz viel. Also man kann sich nicht alles merken. Und viele Sachen verschwinden ja auch einfach. Serien, die da vor 20 Jahren mal gelaufen sind, die werden nie wieder irgendwo rausgeholt. Deswegen Sailor Moon vergessen wir wahrscheinlich nicht, weil dann verbinden wir natürlich, wir waren zusammen auch mal, wann war das, das Fanclub, Sailor Moon Fanclub in Wien. In Wien. Da waren wir in Wien zusammen und das war für uns auch so ein besonderer Moment. Erstens war man natürlich sehr selten mit den Kollegen irgendwo zusammen hinfliegt oder überhaupt Veranstaltungen hat, weil wir es als Synchronsprecher auch nicht so gewöhnt sind. Wenn man mit normalen Menschen synchronisiert, dann interessiert sich niemand dafür, wer den eigentlich spricht, kaum jemand für wer den spricht, weil dann schreibt man wahrscheinlich eher dem Schauspieler, aber nicht der Synchronstimme. Also tritt dieser Effekt in den Zeilentrick. Genau, weil wem soll man das schreiben? Die Zeilentrick haben ja meistens kein Postfach und es gibt ein bisschen Spiel, Agenturen. Deswegen, das gibt es im Zeichentrickbereich. Und ja, das ist ja dann auch ganz schön. Aber es geht auch darum, ihr seid verantwortlich, dass ihr den Leben in die Figur reinhaut. Ja. Das ist nämlich auch, warum wir natürlich auch die Person hinter der Stimme kennenlernen wollen. Also kann ich jetzt nur von mir aus, aus Fansicht aus sagen. Und es ist halt einfach, wie
wenn man die Figur dann irgendwie auch live vor Ort hat. Also ich kann mich jetzt ehrlich, ich habe was zu drehen gehört. Ich habe das Sailor Moon Fantreffen in München mal gemacht. Und sie haben da, sie waren so freundlich, haben eine Widmung für mich reingesprochen. Und die Veranstalter haben das mir als Überraschung gemacht und das Video existiert auch. Also ich habe nicht davon gewusst und dann hieß es, ja, danke Daniela haben wir das alles hier zu verdanken. Schaut euch an, sie sieht irgendwie aus wie Ray, meinst du nicht so? Und dann dieses Bunny-Lachen, hieß da dazu. Es war schon toll, es war wie wenn sie auch vor Ort gewesen wären. Und also alle Teilnehmer vom Fan-Treffen, die waren alle so den Tränen nah, oh mein Gott, Sailor Moon ist unter uns sozusagen. Ach stimmt, ich habe das gesehen, das gibt es auf YouTube. Auf YouTube auch, genau. Also da war ja alle, bei allen verschiedenen Augen, also das war schon ein Highlight. Das ist der eigentliche Grund, den nimmt man an. Auch wenn es Schauspieler ist oder so, man interessiert auch sich für die Stimme. Aber es ist nicht dasselbe, weil die Figur lebt nur dank euch. Mhm. So sehen wir das. Ja, wobei wir jetzt alleine auch nicht funktionieren würden. Natürlich, also der Regisseur. Wenn sich jemand die Figur ausgedacht hätte und gezeichnet hätte, natürlich. Also ich glaube, jeder gibt ein bisschen was. Mhm. Wir geben ein bisschen was von uns. Aber natürlich ist da eine Figur, die schon vorher auch Dinge macht und wir versuchen es ja nur, also eigentlich sie noch zu unterstützen bei dem, was sie macht. Mhm. Ja, genau. Hier ist eine ganz interessante Frage, die ja schon bestimmt gestellt wurde. Es wird ja bald eine neue Serie ausgestrahlt. Könnten Sie sich vorstellen, wieder in irgendeiner Form in der Serie mitzuwirken? Zum Beispiel Synchron, Regie, Dialogbuch. Ganz spontan, sage ich jetzt mal. Ich hatte dazu schon eine sehr gute Idee, die meine Kollegin Ines Günther mir nicht so gut hält. Aber vielleicht je öfter ich sage, sage ich es nochmal. Ich finde diese Idee großartig. Ich möchte, glaube ich, da nicht mitmachen. Okay, also ich erzähle sie jetzt mal. Ja. Meine Idee wäre, dass bei der nächsten, also ich weiß ja auch, dass es einige Fans gibt, die sagen, die erste Stimme war besser und einige gibt es, die sagen, die zweite Stimme war besser. Und damit jeder auf seine Kosten kommt und auch niemand beleidigt ist, würde ich sagen, wir synchronisieren diese Staffel, die dann ja vielleicht kommt, wir wissen es ja noch nicht, ob sie kommt oder nicht, die synchronisieren wir beide, von vorne bis hinten. Und dann kann man bei der DVD, wie Deutsch, Englisch, Türkisch, kann man dann Günther Bohlmann anklicken. Und dann kann man sich selber entscheiden, wie man das sich erinnert mich etwas an die jetzigen Ariel-DVDs, da gab es auch zwei Fassungen, die 89 und die 98. Was können wir aussuchen, das Menschen? Und das ist inzwischen so, dass man das verhalten kann. Das gibt beide Versionen zu kaufen. Ja. Je öfter ich deine Version höre, desto besser gefällt es mir eigentlich. Vielleicht machen wir es so. Aber meine Idee war eigentlich, dass die Sabine die ganze Rolle spricht und ich hinten in der Regie sitze und darf sie aufpassen. Ja, das würde mir auch gut gefallen. Was ich mir auch super vorstellen könnte, wäre, es gibt ja in den Szenen jetzt auch in der aktuellen Serie oder Manga zukünftige Versionen von Sailor Moon, sei es jetzt Neo Queen Serenity oder Sailor Cosmos, die eine natürlich erwachsenere Form darstellt. Vielleicht könnte man da diese Rollen so unterteilen. Ja, warum nicht? Aber bei meiner Variante wären wir natürlich zusammen im Studio. Das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Genau. Apropos Studio zum Thema Dialogbuch. Oft wurden Namen falsch ausgesprochen. Gab es da nicht irgendwie so eine Art Regelung, wie man den Namen richtig ausspricht, vor allem weil ja japanische Namen etwas komplex sind? Gab es da jemanden, der den Namen davor gesprochen hat? Ich habe da auch etwas recherchiert und es gab eben so Gerüchte, dass viele Sprecher auch mit dem Regisseur nicht zufrieden waren. Stimmt das? Oder? Ich vermute jetzt mal, da ist nicht der erste Regisseur, genau, der zweite, der Matthias von Stegmann, sondern da ist unser sehr netter, inzwischen leider verstorbener Herr Gruppe gemeint. Mhm. Ich glaube, dass damals man nicht von Anfang an oder er nicht von Anfang an gewusst hat, was das für ein Riesending ist. Man wusste damals mit dieser Art von Serie noch nicht so umzugehen. Und da sind wir inzwischen schlauer. Inzwischen arbeiten wir alle mit Listen, tauschen uns aus und man legt irgendwelche Namen fest, bespricht sich. Und wenn man nicht so, sagen wir mal, Japan-affin ist, dann ist es natürlich der erste Regisseur, der ja halt Japaner ist, dann ist das natürlich sehr schwer. Und
wie gesagt, das, ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass man einfach noch nicht mit so einer Serie, wo die Namen immer wieder, also auch nach 20 Folgen dann plötzlich wieder auftauchen können, auf diese Problematik waren wir damals noch nicht so vorbereitet. Das, inzwischen hat man das besser im Griff. Die Sprecher machen natürlich das, was der Regisseur sagt. Also wenn man fragt, wie spricht man denn jetzt aus, und dann sagt der Regisseur so und so, also dann glaubt man das eigentlich auch meistens. So ist es jetzt zum Beispiel jetzt bei aktuellen Serien bei One Piece, wo wird da das geregelt? Also ich habe das bei One Piece so geregelt, ich gehe grundsätzlich eigentlich immer am liebsten mit dem Computer ins Studio. Also ich habe meine Dialogbücher alle auf dem Laptop und ich schreibe eigentlich bei allen Namen, wirklich bei allen Namen, die vorkommen, schreibe ich eine Excel-Liste mit und schreibe mir daneben ganz blöd. Also neulich habe ich einen Namen gehabt, da habe ich gedacht, aber wenn mal jemand die Serie übernimmt, der muss denken, du bist bescheuert. Ich habe dann daneben, der hieß Birch, also Englisch ausgebrochen, dann habe ich dann wirklich mit Ö, Birch, daneben geschrieben. Ja, weil die, ja, die Amis sind, wenn sie drehen, da auch nicht sehr sorgfältig. Aber in Synchronisationen wird einem da genau auf die Finger geguckt. Ja. Und da kann es durchaus passieren, dass mal einer Birch und der andere sagt Birch. Oder das ist alles schon passiert. Und wenn man sich dann ans Original hält, ist man verrast. Und gerade bei One Piece waren ja auch sehr viele japanische Namen und da gibt es immer mal die oder die Definition. Eigentlich gibt es keine, denn im Japanischen werden alle Silben gleich betont. Und ich kenne auch die Ausspracheregeln, aber nicht jeder kennt sie und deshalb muss man sich einfach mal das ist eine Regisseurin ja dann auch, die Serie da. Ja. Ja, ja, das ist eine sehr lange One Piece sind verschiedene Regisseure. Okay. Also muss man wirklich sich alles aufschreiben. Ich bin da sehr penibel und das macht sich aber bezahlt. Ich kriege das jetzt immer auch das andere. Also One Piece ist ja so mein Steckenpferd, aber jetzt wurden ja wieder neue Folgen produziert. Von Sailor Moon gibt es ja auch ein paar Folgen, die es in Deutschland noch nie gab. Es sind 4, 5 Folgen, die Specials. Könnte man sich vorstellen, die dann wirklich nach so vielen Jahren auch nach Deutschland zu bringen? Wenn da Fanbedarf da steht, dass man sagt, okay, wir schließen es nochmal alle zusammen und synchronisieren oder schreiben oder. Es liegt nicht in unserer Hand. Also wenn jemand an uns herantritt und sagt, hast du Lust, das zu sprechen oder Sabine, hast du Lust, das zu sprechen, dann kann man ja oder nein sagen. Aber irgendwas nach Deutschland zu bringen, das, das liegt am Sender, das liegt am ja, das liegt nicht in unserer Hand. Das kriegen dann die Aufträge sind ohne Firmen und die, also wir sind eigentlich dann die letzten so in ja, der ganzen. Ja. Wir können nur zu einem Auftrag sagen, ja oder nein. Wenn ich anrufe, wenn du magst du die Bücher schreiben, magst du die Regie machen, dann kann ich ja oder nein sagen. Von der Serie gibt es ja sehr viele Fansynchronisationen. Und haben Sie da schon mal welche gefunden und wie finden Sie es, wenn Sie es gefunden haben? Und wenn man gewissen, hätten Sie da ein paar Tipps für diese jungen Leute da draußen, die vielleicht auch ohne Schauspielausbildung in diese Branche einsteigen können? Ja, wenn die wirklich ernsthaft in die Branche einsteigen wollen, dann sollten sie wissen, dass das ein Beruf ist. Und es gibt schon viele Leute, die als Kinder angefangen haben und dann ohne eine wirkliche Berufsausbildung in dieses in diesen Beruf reingewachsen sind. Aber wenn man sich ab einem gewissen Alter dazu entschließt, also würde ich es sehr begrüßen, wenn diese Fans ein bisschen Sprecherziehung machen und Schauspielausbildung. Gesang ist auch oft ist, ganz toll. Man muss so viel auch singen. Ne? Ja, und das ist schon auch ein Beruf, wo man eine große Konkurrenz hat und unter Umständen eine sehr gute Konkurrenz hat. Und also ich wünsche mir für die jungen Leute, die das machen wollen, dass sie dann auch davon leben können. Und deshalb sollen sie es auf vernünftige Beine stellen. Und das ist kein Beruf, den man in ganz Deutschland machen kann, das kommt noch dazu. Also wenn man jetzt nicht gerade in München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt ja, lebt, dann kann man es eigentlich vergessen, weil ein Synchronstudio wird niemanden, gerade am Anfang, niemanden anrufen und sagen, du fahr mal schnell 2 Stunden her, wir hätten dich hier gerne für 2, 3 Sätze oder komm doch hier, wir warten auf dich wegen der Hauptrolle. Also das, man muss einfach schon vor Ort sein. Man muss dann in einer von diesen Städten eigentlich leben.
schafft man das, in die Kartei überhaupt reinzukommen? Ich meine, auch wenn es gibt so erfolgreiche YouTuber, es gibt, man sagt schon, YouTube-Sternchen. Reicht das überhaupt als Referenz? Nee, oder? Also man muss schon nachweisen, dass man Schauspiel hat. Nein, das muss man eigentlich nicht. Das ist überhaupt nicht geschützt, der Beruf. Das kann jeder machen, der es kann. Und warum es kann, ist letztendlich egal. Ich sage jetzt nur als selbst Mutter und ja, als verantwortungsvoller Mensch irgendwo, ich würde mir wünschen, dass die jungen Menschen, die es machen, es so machen, dass sie später auch wirklich davon leben können. Wobei ich jetzt schon sagen muss, es gibt auch durchaus sehr, sehr gute Sprecher, das sind dann vielleicht keine Schauspieler oder Sprechschauspieler, die aus artverwandten Ecken kommen, zum Beispiel Radiomoderatoren oder, ja, oder Leute, die ihr Hauptgewicht auf dem Theater oder auf dem Drehen haben. Und das war jetzt Quatsch, die sind natürlich Schauspieler, aber zum Beispiel die Moderatoren oder so. Die kommen aus einer anderen Ecke und da hat es schon viele gegeben, die das wirklich gut gemacht haben und dann auch, ja. Natürlich gibt es auch viele, gerade Jugendliche und Kinder, die können gar keine Ausbildung haben, also die probieren natürlich so aus und ja. Sind auch oft Kinder natürlich auch von Sprechern wieder, die ja. Da reinrutschen, also das haben wir ja auch Kinder zu Hause, ja. Beide, die synchron sprechen und die dann vielleicht auch so weiterrutschen oder eben auch nicht. So, weiß man. Ja, das war's. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie extra nach Leipzig für dieses Wochenende voller Sailor Moon gekommen sind. Haben uns sehr gefreut und ja, haben Sie vielleicht noch irgendwie eine Botschaft für die Fans da draußen? Ja, wir freuen uns, dass es euch gibt, nicht wahr? Und wie? Und kämpft weiter für Liebe und Gerechtigkeit. Sollen wir nochmal kämpfen für Liebe und Gerechtigkeit? So? Ja. Wir kämpfen sie. Genau. Ich bin Sailor Moon! Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit! Woo. Vielen Dank, meine Lieben, so ganz treu unser Leser. Darf ich noch eins sagen? Ich möchte noch eins sagen. Und zwar, ich freue mich total, dass unsere Arbeit so gewürdigt wird, weil das ist nicht oft der Fall. Ja. Dankeschön dafür. Ich stelle dir noch aus und danke.